Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie zu einem Thema. Das Impfbuch heißt, ein solches Heftchen sollte eigentlich jeder besitzen. Und wenn Sie es nicht tun, dann setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung und sorgen dafür, dass Sie ein solches Dokument in welcher Form auch immer baldmöglichst haben. Die Kinder, wenn sie zu den regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen vorgestellt werden, haben selbstverständlich ein solches Impfbuch immer in der Regel mit dem gelben Vorsorgeheft zusammen versorgt. Ich möchte Ihnen erklären, was es mit diesem Impfbuch auf sich hat, mit Ihnen einmal durchblättern, denn ich merke, vieles von dem, was da drin steht, wird überhaupt nicht verstanden und das wird besser sein, wenn Sie dieses Video gesehen haben. Zunächst, es ist wichtig, dass dieses Impfbuch die aktuelle Adresse enthält. Sollte das Heftchen verloren gehen, so haben Sie größere Chancen, es wiederzubekommen. Dann gibt es einige Begriffe in diesem Impfbuch, die wichtig sind, dass Sie wissen, was das überhaupt bedeutet. Da ist der Begriff Tetanus, der steht für Mundstarkrampf. Das ist eines der noch am ehesten bekannten Begriffe. Die Diphtherie steht für eine Erkrankung mit diesem Namen. Pertussis ist die medizinische Bezeichnung für den Keuchhusten. Die Poliomyelitis, auch gerne nur Polio genannt, ist Bezeichnung für die Kinderlähmung. HIB, das ist eine Abkürzung für ein Bakterium mit dem Namen Haemophilus influenzae Typ B. Dieses Bakterium hat mit der Influenza, also der Grippe, überhaupt nichts zu tun. Das ist etwas verwirrend. Das ist ein Bakterium, welches bei Kleinkindern schwere, tödliche Erkrankungen auslösen kann und deshalb seit 1990 in Deutschland den Kindern empfohlen wird zu geben. Deshalb steht dieses HIB auch im Impfbüchlein drin. Die Masern-Mumps-Röteln-Infektionen werden abgekürzt als MMR. Varizellen steht für Windpocken. Die Meningokokken sind Bakterien, die eine Meningitis und Enzephalitis, also eine Hirnhautentzündung und Hirnentzündung auslösen können. Da gibt es verschiedene Typen und die werden in der Regel auch mit eingetragen. Also Meningokokken Typ C. Die gehört im Moment noch zu den empfohlenen Impfungen. Bald wird die Meningokokken Typ B ebenfalls ein Bestandteil der Impfungen sein, so denke ich. Und das wird dann ebenfalls eingetragen. Pneumokokken sind Bakterien, die ebenfalls bei Kleinkindern und dann aber auch wieder bei alten Menschen Erkrankungen auslösen können, die sehr schwerwiegend sind, vor allem im Bereich der Lunge, der Pneumo. Und deshalb haben diese Bakterien ihren Namen. Aber bei Kleinkindern können sie genauso gut auch eine Sepsis, eine Blutvergiftung oder auch eine sehr schwerwiegende Hirnentzündung und Hirnhautentzündung auslösen. Und dann taucht hier noch die Influenza auf. Die Influenza, das ist die Grippeimpfung. Und dann gibt es auf den hinteren Seiten dann noch sogenannte Reiseimpfungen bzw. zusätzliche Impfungen, wie zum Beispiel die FSME-Impfung. Das steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das sind Viren, die über die Zecke übertragen wird und eine entsprechende Erkrankung im Bereich der Hirnhäute auslösen können. Die Cholera, die Hepatitis A, die Hepatitis B-Impfung, auch die ist Bestandteil der Säuglings- und Kinderimpfungen. Dann taucht der Begriff Zoster auf. Zoster ist der medizinische Begriff für die Gürtelrose. Dann gibt es seit einiger Zeit die sogenannte HPV-Impfung. Das ist eine Impfung, die gegen den Gebärmutterhalskrebs der Frau schützt. HPV steht für Humanes Papilloma Virus, ein Virus, was auch Warzen verursachen kann. Diese Impfung ist für die
größeren Mädchen ab 9 Jahre bis ins Erwachsenenalter empfohlen und durchaus sinnvoll. Dann gibt es die Möglichkeit, entsprechende Untersuchungsergebnisse einzutragen, die Röteln-Antikörper zum Beispiel oder Tuberkulose-Tests. All das findet Platz in diesem Heft. Es ist ein wichtiges Dokument und sollte entsprechend auch von jedermann so behandelt werden. Ein Tipp: Legen Sie eine Kopie zu Ihren Dokumenten, die Sie eh jeden Tag mitnehmen. Bei Kindern, wenn Sie auf ein Zeltlager gehen oder eine Reise machen, ist es ebenfalls sinnvoll, nicht das Originaldokument, sondern eine Kopie mitzugeben. Ich habe einen wichtigen Tipp noch für Sie. Bitten Sie Ihren Arzt, dass er, wenn er eine Impfung durchgeführt hat, die jeweils nächste Impfung mit Bleistift vorträgt. Und zwar mit dem Jahresdatum und am besten noch mit den Kreuzchen an den Impfungen, die nach dem derzeitigen Impfempfehlungsstand auch notwendig sind. Auf diese Weise können Sie mit einem Blick in das Impfbüchlein erfahren, wann die nächsten Impfungen fällig sind. Da die Abstände oft Jahre sind, bei der Tetanusimpfung zum Beispiel im Erwachsenenalter alle 10 Jahre erst, macht es natürlich Sinn, regelmäßig ins Impfbüchlein reinzuschauen, damit man dieses Datum auch nicht verpasst. Ich empfehle deshalb, einmal im Jahr in das Impfbüchlein zu schauen. Ich mache das bei mir an Silvester, wenn ich die Kalender verändere, den neuen Kalender vorbereite. Dann schaue ich auch in das Impfbuch und schaue nach, ob dieses neue Jahr ein Impfjahr ist. Darmwürmer. Darmwürmer sind eklig, zugegeben. Aber sie gehören zu unserem Leben dazu und sie können machen, was sie wollen. Sie werden über kurz oder lang bei ihren Kindern oder bei sich selbst immer wieder Darmwürmer erleben. Und wie sie damit umgehen, das lernen sie jetzt. Nächtliches Einnässen sprechen. Und zwar so, wie ich es in meiner Sprechstunde erlebe. Am häufigsten kommt die primäre Form des Einnässens vor. Das heißt, das Kind war noch nie länger als 6 Monate am Stück trocken. Dabei sind sämtliche Untersuchungen des Urins und die Ultraschalluntersuchungen der Niere und der Blase unauffällig. Bissverletzungen. Und damit meine ich Bissverletzungen, die durch Tiere, Hunde, Katzen meistens, aber auch Hasen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse können beißen und durch Menschen verursacht werden. Diese Bissverletzungen sind grundsätzlich gefährlich.